Artyom? Scheiße. Ich wusste, dass du mich nicht im Stich lassen würdest. Du bist ein echter Kamerad. Ich stehe für immer in deiner Schuld. Jetzt bring mich von hier weg, dann führe ich dich in 0, nichts nach Hause. Scheiße, die kommen meinetwegen. Bringe mich zur Schlinge. Viel Glück, mein Freund. Du bist jetzt meine einzige Hoffnung. Shit. Na los, schwing deinen Hintern hier raus, du verdammte Kommunistenratte. Oh, Kacke. Die werden den nicht hängen, solange ich noch ein paar Kugeln habe. Dass du entweder auch ein Freak bist oder deine Mutter eine Note ist. Du! Du! Komm schon, sag, meine Mutter ist eine Note. Sag schon, du Stück Scheiße. Ansonsten bist du ein Freak, wenn deine Mutter Freaks zur Welt bringt. Schließen ja auch ihre scheiß Spinde ab. Nein! Meine Mutter ist eine Nutte! Jetzt weiß ich, dass du verrückt bist. Wenn du hier bist, passt niemand auf dein Lager auf. Bist du da fertig? Sind die Funken weg? Fertig am Arsch! Und ich habe euch doch gesagt, ihr hättet diesen Krabbenhandkerl nicht ins Lager schicken sollen. Er war nützlich, auch wenn er ein Freak war. Wenn wir die Scheiße aus der Hand herausprügeln, dann haben wir Technik, Noten und alles, was du willst. 24 Stunden am Tag. Hab bloß ab. Aber bis dahin könntest du mal zur Brücke gehen und nachgucken, was da qualmt. Das könntest du genauso gut selber machen. Und tschüss. Oh, diese Inkompetenz. Schon wieder ist das Licht aus. Alles muss man selber machen. Kuckuck. Tagchen. Du Miststück! Fängst du gleich eine Kugel ein? Okay, das Ding ist im Arsch. Teufel, ich weiß nicht, wo ich hier lang muss. Was zum Teufel wollt ihr alle von mir? Verpisst euch! Oh, ich bin durch. Wer ist da? Volltreffer. Ich glaube, da kann ich durch. Ja. Weil die haben so ein Gewächshaus hier. Ist ja irgendwie cool. Das sieht wichtig aus. Der Alarm gilt noch immer. Du könntest wenigstens deine Waffe bereithalten. Ich habe meine Waffe in meiner Hose, während du deine im Buff abgegeben hast. Ja, ja. Diese Waffe wird uns verfickt viel helfen, wenn die Roten kommen, um deinen Arsch zu holen. Ja, verdammt, kann ich nicht abschrauben. Scheiße, das muss ich schnell ausmachen. Scheiße, muss ich aufpassen. Ich meine, normalerweise ist das Spiel auch dunkler. Ich habe jetzt die Helligkeit ein bisschen hochgestellt, damit ihr auch was seht. Normalerweise so ist das ein bisschen unrealistisch, wenn die an einen auf die Entfernung nicht sehen. Mit einer Helmlampe. Alles auf
okay hier. Ich Glück habe, bemerkt er mich nicht. Hoffentlich ist hier kein Licht. Verdammte Faschos. Okay, ganz vorsichtig. Gut. Na bitte, läuft doch. Ich muss noch kurz Inventur machen. Wie viel Zeug habe ich überhaupt noch? Ich habe ein paar Schottpatronen. Ich habe noch ein bisschen Gewehrmuni übrig. Ich habe ordentlich Geld. Ich habe Wurfmesser. Und keine Filter und keine Gasmaske. Man kann ja nicht alles haben. Ja, das wird ja immer schöner. Die hängen schlechte Schüler? Wenn Sie diesen Roten verschonen, ihn zum Turnentragen verdonnern? Ha, im Leben nicht. Die Schlinge wartet bereits auf ihn. Ich entwinde sie mir auch, wenn ich die Schlinge zurück. Er kommt und gibt diese Leute an den Bahnen runter. Haben wir doch alles schon gesehen, oder? Das ist gut für die Moral und festigt die Disziplin. Die Scheiß auf diese Kommunisten. Lass uns Karten spielen, mit Patronen als Einsatz. Okay, oh fuck, da kommt einer. So gucken, wie nah der rankommt. Nicht noch näher. Pass auf, Alter. Scheiße. Ich würde die am liebsten alle gar nicht killen, aber die lassen mir mittlerweile echt keine Wahl mehr. Komm mir einfach an. Ich muss hier irgendwie lebendig rauskommen. Oh shit. Gut, dass mich hier unten keiner sieht. Dann wäre ich echt am Arsch. Okay. Mal gucken, wo der da hinten hingeht. Ich kann nämlich den Sicherungskasten nicht ausschalten, wenn der hier rumlungert. Hau bloß ab. Und Licht aus. Hey Alex, überprüf mal den Sicherungskasten. Das Licht ist schon wieder raus. Das ist die verdammte Zugluft. Oh, fuck. Ziemlich wahrscheinlich, dass ich. Hoffentlich ist Alex so inkompetent wie der Rest. Okay. Alex gibt keinen Fick. Soll mir recht sein. Weil ehrlich, scheiß auf Alex. Was? Oh. Scheiße, war das knapp. Wenn ich jetzt das Tor hier oben aufmache, merken die das? Weg hier. Wach auf, oh, fuck, fuck.
Alle Reichsbürger, die gerade nicht im Dienst sind, werden die Gewalt Kann ich nicht runter? Na bitte. Oh, so eine Scheiße. Fickt euch! Tot den Faschisten! Unser Bedarf ist kommen! Alter, was zum... Komm schon, Mann. Oh, wir sind am Arsch. Weg von hier! Das wird hier ein zweites Stalingrad. Oh, fuck. Nein, 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 nein. Scheiße, war das knapp. Oh. Ich zog Pavel aus der Schlinge und er sagte, dass er mich so nah wie möglich an die Police heranbringen würde. Dann werde ich den Orden kontaktieren und von den Geschehnissen berichten. Der Weg zum legendären Theater führt durch die Katakomben. Ich war noch nie zuvor hier und ohne meinen neuen Freund wäre ich vermutlich völlig verloren. Ich hoffe, er kennt den Weg. Okay, dann hoffentlich lauert nichts Creepiges in den Katakomben. Was wahrscheinlich heißt, es da irgendwas ist. Es sind Katakomben, da wird irgendwas lauern. Gott, ich hab schon Schiss. Aber wenigstens habe ich Pavel schon mal befreit. Das ist schon mal ein Plus. Solide. Mal sehen, was mich da erwartet.